Hallo ihr Lieben, bezüglich meines gestrigen Posts, es ging um Sarahs Geschlechtsorgane oder Geschlechtsorgan. Das scheint ja ein großes Tabuthema zu sein, deshalb möchte ich das nochmal aufgreifen. Also, gemeint ist damit ihre Vagina und es ist so, Sarah wurde also als Welpenproduktionsmaschine missbraucht und dementsprechend sehen ihre Zitzen eben aus und eben auch ihre Vagina. Also ich weiß auch gar nicht, warum das so schlimm ist, sowas anzusprechen. Das verstehe ich nicht. Denn das muss auch versorgt werden. Also es ist ja nicht nur Heititei am Kopf und auch die ist wund und muss eingerieben werden und ja, gut. Des Weiteren wollte ich noch ein Statement abgeben. Die Tierschützer in Rumänien haben natürlich alles in ihrer Macht Stehende getan, um die beiden zu versorgen. Dass das nicht so geht wie hier in Deutschland, ist mir auch klar. Ich bin dankbar dafür, dass Sarah überhaupt noch lebt. Mach mir aber natürlich große Sorgen, weil ich merke, dass der Hund sich total aufgegeben hat. Also ich weiß nicht, wie viele Welpen sie in ihren 2 Lebensjahren hatte, aber es waren wohl etliche. Und ja, das Ganze ist jetzt vorbei, weil sie sterilisiert ist. Da passiert also nichts mehr. Das ganze Thema macht mich so ein bisschen nachdenklich. Ich habe ja jetzt viele Welpen auch hier gehabt, auch aus Rumänien. Mischlinge hauptsächlich. Aber gerade die Can Corso werden in Rumänien ja gezüchtet, auch für Hundekämpfe. Ganz einfach als Dummies werden die benutzt, um Staffs, Pitbulls etc. an ihnen zu trainieren. In Can Corsos werden die Zähne gezogen, damit sie sich nicht wehren können. Und die haben einfach so eine hohe Reizschwelle. Also die fahren nicht schnell aus der Haut, sagen wir es mal so. Und die haben ein ganz geringes Schmerzempfinden. Und dann überlege ich, wie viel müssen die zwei mitgemacht haben, um jetzt so traumatisiert zu sein. Also ich merke das bei Odin und Tyra, wenn du die feste klopfst oder mal in die Seite kneifst oder dich auf sie schmeißt, die merken nichts. Also auch als Tyra dem Odin mal eine Rippe geprellt hat, hat er sich nicht gemuckt erstmal, also erst nach 2 Tagen, ne? Als es dann richtig anfing weh zu tun. Und da frage ich mich, was ist passiert mit den Hunden? Und warum muss das überhaupt passieren? Warum kaufen wir Menschen Billigwelpen? Denn für was anderes wurden die ja nicht benutzt. Also es ist ganz einfach das Thema Billigwelpen. Wie kann ich auf die Idee kommen, mir aus irgendeinem Kofferraum von einem Rumänen, Polen, Bulgaren, was auch immer, auch von einem Deutschen, damit sich hier keiner angegriffen fühlt, einen Welpen zu kaufen. Warum mache ich das? Also das erschließt sich mir nicht. Warum gehe ich nicht zu einem Züchter? Es muss ja nicht mit Stammbaum sein. Also meine haben auch keinen Stammbaum. Da bin ich auch stolz drauf. Weil das ist auch für mich nur Geldmacherei. Aber wie komme ich auf die Idee, für einen Welpen 250 Euro zahlen zu wollen? Ich erwarte, dass der komplett geimpft ist und gesund ist und tralala. Sarah hatte Babesiose, das ist eine der Mittelmeerkrankheiten, die ist behandelt worden. Aber die Welpen werden das auch haben. Und liebe Leute, wenn ihr solche Welpen kauft, ihr werdet nicht lang glücklich mit denen sein. Also ihr solltet euch das wirklich gut überlegen, wo ihr Welpen kauft und was ihr für Welpen kauft, um einfach diesen Abschaum, diese Individuen nicht zu unterstützen. Und ihr seht ja, was mit den Hunden passiert. Ich meine,
Da draußen sitzen zwei geschundene Seelen. Jeden Morgen, wenn ich da rausgehe und jeden Abend, wenn ich wieder hier reingehe, muss ich heulen, weil mir das so weh tut, was mit diesen Hunden passiert ist. Und ich gebe jedem die Mitschuld daran, jedem, der sich so einen Billigwelpen zulegt. Schaltet doch einfach mal euer Köpfchen ein, ihr seid doch nicht dumm. So ein Welpe kostet natürlich Geld. Allein die Aufzucht. Also bitte, bitte, ich bin wahrscheinlich eine von vielen, die darauf appelliert, aber wenn das jetzt nur an meine Freunde geht, dann habe ich schon viel erreicht. Kauft bitte keine Billigwelpen. Ja, das war's für heute. Erstmal, ich gehe jetzt gleich raus zu Igor und Sarah. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Deshalb der Schal, der dicke Pulli. Und dann werde ich mal gucken, was wir heute machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Update von Igor und Sarah kommt natürlich auch. Aber das war was mir jetzt mega am Herzen lag. Tschüss, ihr Lieben.